Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Chemie, herzlich willkommen zu diesem Video, zweite Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente. Es ist bereits dazu der neunte Teil. Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Und zwar heißt es Grad deutscher Härte. Erinnert euch bitte an das Video über Wasserhärte und was ich euch zu diesem Thema gesagt habe. Erinnert euch daran, dass die Wasserhärte durch den Gehalt von Kalzium- und Magnesiumionen ausgemacht wird. Wenn wir keine oder wenig Calcium- und Magnesiumionen haben, links 0 Mol pro Liter oder ganz wenig Millimol pro Liter, so spricht man von Weichem Wasser. Wenn man viel Kalzium-Ionen im Wasser enthalten hat, in der Größenordnung von etwa 10 Millimol pro Liter, dann handelt es sich um hartes Wasser. So kann man Wasserherbe einteilen. Aber es gibt noch eine zweite, klassische Möglichkeit. Es wird versucht, sie aus den Chemielehrbüchern zu verbannen. Aber das gelingt nicht. Und außerdem hat sie in der Praxis noch eine relativ große Verbreitung. Deswegen möchten wir darüber sprechen. Es handelt sich um das Grad deutscher Härte. Ein Grad deutscher Härte klein d. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.